Doch ist er noch zur Hälfte geschafft. Am Donnerstag bin ich wieder schlapp und platt. Doch nach dem Freitagsstress ist es vollbracht. Es ist endlich Samstag, das ist Freitag, endlich frei. Es ist endlich Samstag, das ist mein Tag, es ist geil. Es ist endlich Samstag, das ist dein Tag, das ist mein Tag, sei dabei. Es ist endlich Samstag. Hallo, ich bin Winnie. Unsere Sängerin Pip ist jetzt seit 3 Monaten hier in Bamberg und bei uns in der Band. Vor ein paar Tagen sind ihre Eltern von ihrer langen Reise zurückgekommen und Pip muss wieder nach München. Schade, wo es gerade so gut mit ihr läuft. Sie hat es am Anfang echt schwer gehabt. Unsere alte Sängerin Max hat sich immer eingemischt und Stress gemacht. Max spielt zwar wieder mit, aber nur am Saxophon. Das entspannt die Lage. Vor 2 Wochen habe ich Pip endlich die Wahrheit gesagt, nämlich, dass ich sie ziemlich gern habe. Sie mich offenbar auch und ich brauche euch ja nicht zu sagen, wie es uns jetzt geht. Tja, und heute ist ihr letzter Tag. Da müssen wir natürlich was machen. Außerdem habe ich Pip versprochen, unsere zerstrittene Verwandtschaft zu versöhnen. Mein Vater Frank und Onkel Ludwig. Wenn ich nur wüsste, wie. Na, mir wird schon was einfallen. Kein Problem. Ja? Ach, du hast ja schon gepackt. Ich wollte dir doch helfen. Dein Zug fährt doch erst heute Abend. Ja, schon, aber... Du kannst es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen, was? Was ist denn so furchtbar in Bamberg? Gar nicht. Im Gegenteil. Aber ich freue mich auch auf zu Hause. Natürlich bin ich wahnsinnig aufgeregt. Meine Eltern waren ja ein Vierteljahr weg. Hoffentlich ist jetzt wieder alles gut zwischen ihnen. Mach dir mal keine Sorgen, Philippa. Die haben sich bestimmt wieder zusammengerauft. So ein Streit kommt in den besten Familien vor. Das gehört zum Leben. Jetzt sag mir mal lieber, wie du deinen letzten Tag in Bamberg verbringen möchtest. Winnie und ich wollen den ganzen Tag zusammen sein. Nur wir beide. Du magst ihn sehr, stimmt. Aber ich mache mir auch Sorgen, ob ich ihm vertrauen kann und so. Wieso? Na, du weißt doch, wie Jungs so sind. Kaum lässt man sie mal aus den Augen, schon stellen sie Unfug an. Aber doch nicht unser Winnie. Der ganz besonders. Oh, das siehst du, jetzt lachst du ja schon wieder. Maxine hat sich in letzter Zeit ziemlich zurückgehalten, aber ich glaube, die wartet doch bloß darauf, dass ich weg bin. Übertreibst du jetzt nicht ein bisschen? Kaum. Max will, dass alle nach ihrer Pfeife tanzen. Hat sie immer gewollt. Aber das werden die anderen nicht zulassen. Und Winnie auch nicht. Der wird damit schon fertig. Oder geht's dir vielleicht um etwas anderes? Befürchtest du, dass Winnie dich vergessen wird, wenn du in München bist und er in Bamberg? Winnie hat mir versprochen. Aber er hat schon so vieles versprochen. Auch, dass er Frank und Ludwig wieder versöhnen will. Ach, Philippa, das versuche ich schon seit Jahren. Wie sollte das Winnie gelingen? Er hat es versprochen. Wer weiß, was seine Versprechen so taugen. Vertraue Winnie. Das wird er sein. Bis später. Tschüss. Wieso hast du am Telefon so geheimnisvoll getan? Wirst du schon sehen. Hast du schon gefrühstückt? Nein. Ich bin wie ein Blitz gleich zu dir gekommen. Schließlich möchte ich heute keine Minute mit dir versäumen. Also, meine Hübsche, was machen wir Hübsches? Warte mal einen Augenblick hier. Bin gleich wieder da. Ich bewege mich nicht von der Stelle. Kein Zentimeter. Warte hier, bis du wiederkommst und mich erlöst. Und wenn es 100 Jahre dauert. Eine Minute reicht mir schon. Hallo Ludwig. Und? Hast du es doch noch geschafft? Na klar. Schau mal. Voila. Wow, sieht das gut aus. Alles, was das Herz begehrt. Frische Brötchen, Weintrauben, französischer Ziegenkäse. Und ich habe sogar noch ein Glas von der leckeren Quittenmarmelade gefunden, die Winnie so gerne mag. Super. Ludwig, du bist einsame Spitze. Danke. Wow. Mensch. Denn die anderen? Die werden schon kommen. Ist doch schließlich Pips letzter Tag. Winnie, lässt uns doch nicht hängen. Hier geht's doch schließlich um Pip. Hallo alle zusammen. Hey Felix. Wo kommst du denn jetzt her? So, ich denke, die Probe fällt aus. Wegen Pip. Auf Winnie brauchen wir nicht warten. Der macht einen auf Romantik mit Pip. Die sind total verliebt. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich lieber bei Francesco lecker Eis essen gegangen. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, ich habe schon mal drüber nachgedacht, was wir machen könnten. Was haltet ihr davon, wenn wir ein Abschiedskonzert für Pip geben? Hey, super. Daran hatte ich auch schon gedacht. Ja, und wo? Na, da, wo du am liebsten bist. Bei Francesco natürlich. Lecker. Das ist eine gute Idee. Lorenz, was hast du davon? Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Okay, dann sagst du Winnie Bescheid, das soll das mit Francesco klären. Okay. Ela, Felix, ihr trommelt die anderen zusammen. Okay. Aber kein Wort zu Pip, sonst ist die Überraschung drin, okay? Und wer singt? Na, wer schon? Ich natürlich. Na, wenn es eine Überraschung werden soll, dann geht es doch gar nicht anders. Wir werden ja einen Abschied bereiten, den sie so schnell nicht vergisst.
Die Idee hätte ja direkt von mir sein können. Ist sie aber nicht. Und weißt du auch, warum ich drauf gekommen bin? Weil es mit mir so romantisch ist? Falsch, mein Lieber. Weil du mir hier nicht abhauen kannst. Warum sollte ich denn abhauen? Weil du immer irgendwo irgendwas am Laufen hast. Aber jetzt musst du hier bleiben und mir zuhören. Kein Problem, ich bin ganz Ohr. Also ich bin ab morgen wieder in München. Und du bist hier in Bamberg. Ja. Was ist denn daran so schwierig? Es gibt Züge, Flugzeuge, Rosas Taxi. Ich habe mein Bike und bin gut zu Fuß. Ich meine es ernst. Das sind über 200 Kilometer. Ja, okay. Fürs Rad ist es vielleicht zu weit. Aber wir können uns trotzdem jedes Wochenende treffen. Mal komme ich zu dir, mal kommst du zu mir. Wir kriegen das schon hin. Und was wird da mit der Band? Proben, die Auftritte? Das geht doch überhaupt nicht. Wieso denn nicht? Ach, Winnie, das klappt doch nie. Wenn man etwas wirklich will, dann klappt alles. Und wann haben wir dann mal Zeit für uns? Ich verspreche dir, wir schaffen das. Ich muss einfach nur meine Zeit besser einteilen. An deiner Stelle würde ich lieber nicht so viel versprechen. Schon gar nicht Dinge, die du nicht einhalten kannst. Wann hab ich mal was nicht eingehalten? Dann denk mal nach. Du wolltest Frank und Ludwig versöhnen. Ach, das meinst du? Du hast es ja gar nicht versucht. Du hast es sogar vergessen. Echt? Mich wirst du auch vergessen. Pimp. Dich kann man gar nicht vergessen. Ich werde nur an dich denken. Und dich anrufen. Und jeden Tag eine SMS schicken. Vincent Martin, du bist der unmöglichste Kerl, den ich kenne. Komm, ich lade dich nachher zu Francesco ein. Der Tag heute gehört nur uns. Versprochen. Hey, Winnie, hey, Pip. Winnie, ich muss dringend mal mit dir reden. Ich bin gleich wieder da. Winnie, du musst unbedingt mit Francesco reden. Wir brauchen seinen Eiskaffee. Wozu, was denn passiert? Ja, also... Wir wollen Pip mit einem Abschiedskonzert überraschen. Dazu sind alle eingeladen und die Band spielt. Klasse Idee, ist die von dir? Ja, nicht wirklich, also der Plan kommt von Max. Max hat sich das ausgedacht? Ich dachte immer, sie kann Pip nicht ausstehen. Mädchen sind eben seltsam, aber du redest mit Francesco? Klar. Ah, super, aber kein Wort zu Pip. Gut. Pip! Du, ich muss da schnell was mit Lorenz klären. Was? Ja, in 2 Stunden bin ich wieder zurück. Oder wir treffen uns dann mit Francesco. Du hast mir versprochen, dass wir den ganzen Tag zusammen verbringen. Ja, machen wir ja auch. Nur ein bisschen später. Also, wir sehen uns dann. Wie stellst du dir das vor? Soll ich dir den Kaffee zumachen oder was? Mama mia, du immer mit deinen Ideen. Francesco, jetzt gib dir mal einen Ruck. Das ist schließlich Philippas letzter Abend hier bei uns. Unter das Geschäft? Soll ich die anderen Gäste wegschicken? Draußen auf der Terrasse ist doch noch Platz. Wir schaffen das schon. Va bene. Deine Tante ist es so fantastico. Ich kann ihr einfach nichts abschlagen. Das heißt also, das Konzert findet hier statt? Ja, du hast es doch gehört. Wir schaffen das schon. Also. Und? Was sagt Francesco? Alles klar. Super. Ja. Wo sind eigentlich die anderen? Die holen alles, was wir brauchen, aus dem Proberaum. Dann räumen wir mit Francesco das Eiskaffee um, damit wir spielen können. Dein Plan wird nicht funktionieren. Ich bin doch mein Vater nie dazu, dass er in unserer Band spielt. Ich krieg mal überzeugt. Der hilft mir Max. Super. Und der hilft mir? Sag ihm einfach... Mein Vater ist da und spielt mit. Den trifft der Schlag. Quatsch. Er wird sich seine Gitarre schnappen und Frank das Feld nicht überlassen. Na, hoffentlich. Ich check da mal die Lage. Du kommst soweit ohne mich klar? Logo. Netter Plan. Ist ja auch von mir. Wie kann ich dir dabei helfen? Indem du heute nicht mitspielst. Frank muss für dich einspringen. Du musst dir nur was einfallen lassen, warum du heute nicht Gitarre spielen kannst. Ich verstehe kein Wort. Ich habe Pip versprochen, meinen Vater und Onkel Ludwig wieder zu versöhnen. Und wenn sie gemeinsam Musik machen, dann sprechen sie auch wieder miteinander. Naja, klar. Ich könnte so tun, als hätte ich mir den Finger geschnitten. Da kann ich nicht Gitarre spielen, dann kann ich eben nur singen. Oh Mist, das geht ja gar nicht. Wieso nicht? Na, wenn ich mit dem Pflaster am Finger nicht Gitarre spielen kann, kann ich natürlich auch nicht Saxophon spielen. Stimmt. Damit ist der ganze schöne Plan geplatzt. Ach, Quatsch. Otto spielt Saxophon, dann fragen wir ihn. Dann ist ja alles klar. Ich auch nochmal schnell auf eine neue Kassette holen. Komm, Max. Nicht so, Otto. Ich muss sofort zu meinem Vater mit ihm klären, ob er wirklich mitmacht. Okay, aber beeil dich. Wenn was ist, ruf ich dich an. Das werde ich dir nicht vergessen. Ich werde dich bei Gelegenheit dran erinnern. So ein mieser Kerl. Pip. Pip, warte mal. Bleib doch mal stehen. Versuche erst gar nicht, mir irgendwas erklären zu wollen. Aber es ist nicht so, wie du vielleicht denkst. Denkst du, ich bin blöd oder was? Ich habe ja schließlich Augen im Kopf. Hör auf dein Herz und nicht auf deine Augen. Ist nicht von mir. Habe ich mal in einem Film gehört. Tu mir eingefallen, ja? Verschone ich mit deinem Filmgelaber. Pip, du denkst doch nicht, dass Winnie und Max, das ist doch völliger Schwachsinn. Wirklich? Denkst du, ich weiß nicht, dass Max versucht, sich an Winnie ranzumachen? Dann hätte ich gedacht,
Sie hätte wenigstens warten können, bis ich aus Bamberg weg bin. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich weiß nur, dass Winnie nichts von ihr will, weil er nämlich in dich verliebt ist. Und wenn du das immer noch nicht gerafft hast, tust du mir leid. Das ist ja nicht zum Aushalten. Abschiedskonzert für Pip. Gute Idee, aber ich kann nicht. Ich hab's total im Hals. Naja, aber wir haben keinen anderen. Ja, was ist mit Jule? Jule? Ja, sie hat in letzter Zeit viel geübt. Auf der Bühne kann sie endlich mal zeigen, was sie so drauf hat. Glaubst du wirklich? Klar. Gib der Kleine einfach eine Chance. Okay. Aber du kommst doch auch zum Konzert. Da kannst du doch wetten. Wenn es Winnie wirklich schaffen sollte, Frank und Ludwig wieder zusammen auf die Bühne zu bringen. Also die Gaudi lass ich mir nicht nehmen. Okay. Papa, das ist ein echter Notfall. Max kann mit ihrem Finger nicht spielen und wenn du nicht einspringst, dann fällt das ganze Konzert von Pip ins Wasser. Naja, wenn es so ist, dann kann ich ja nicht Nein sagen. Mensch, Papa, du bist der Beste. Ich habe wirklich lange nicht mehr gespielt. Ich bin eingerostet. Du schaffst das schon. Du hast immer gesagt, Gitarre spielen ist wie Fahrradfahren. Man verlernt das nie. Wenn du dir etwas in den Kopf setzt. Pass auf, ich schließe jetzt den Laden ab und dann gehen wir auf die Probe. Okay. Möchtest du was verraten? Ich habe wirklich Lampenfieber. Aber es ist ein verdammt gutes Gefühl. Ja? Max? Mhm. Wenn Otto das sagt, dann machen wir das so. Ja, dann treffen wir uns gleich bei Francesco im Eiscafé. Ich bring Judas Saxophon mit, okay? Tschüss! Ja! Naja, jetzt müssen wir nur noch Papa davon überzeugen, dass er auch ins Eiscafé kommt. Und wie wollt ihr das anstellen? Der muss doch noch Herr Philippa nach München bringen. Ja, ich sag ihm einfach, dass Onkel Frank auch spielt. Nee, das muss man geschickter anfangen. Sonst merkt dein Vater sofort, was ihr vorhabt. Aber mir wird schon was einfallen. Hallo? Papa, komm. Ganz ruhig, Lorenz, ich mach das schon. Hi. Na, ihr beiden? Hallo, Papa. Ich hab grad gesehen, dass mein Bruder seinen Laden für heute dicht gemacht hat. Na, begreift das nie, hat einfach kein Händchen fürs Geschäft. Naja, egal. Weißt du schon das Neueste, Ludwig? Was denn? Die Kinder veranstalten ein Abschiedskonzert für Philippa bei Francesco. Aha. Aber Max hat sich im Finger geschnitten und kann deshalb nicht Gitarre spielen. Rat mal, wer für sie eingesprungen ist. Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Dein Bruder Frank. Was sagst du da? Ja, wen hätten sie ihn sonst fragen sollen? Das ist ja wohl nicht zu fassen, oder? Und wie kommt denn ihr darauf, dass Frank das hinkriegt? Nur weil er einen Plattenladen hat? Wärst du seit Jahren nicht mehr auf der Bühne gestanden? Du doch auch nicht. Das ist ja wohl was ganz anderes. Dieser Unsicht, Frank, das ist ja wohl nicht zu fassen. Sophie? Hm? Wo ist meine Gitarre? In der Besenkammer. Wieso fragst du? Ich meine, ich kann nicht zulassen, dass Frank sich da wichtig macht. Schließlich ist Pip meine Nichte. Und da hat sie ein Recht auf ein vernünftiges Abschiedskonzert. Das ist ja abgefahren. So schnell gehen würde, hätte ich im Leben nicht gedacht. Naja, war ja auch Winnies Idee. Die hat immer die besten Einfälle. Wenn es jetzt noch klappen würde, dass Ludwig und Frank wieder miteinander reden, dann hat Winnie einen Wunder vollbracht. Ja. Sophie, wenn uns jemand sucht, wir sind bei Francesco. Ja, was ist denn los? Kommst du? Ich komme sofort. Danke, Mama. Hey, Pip. So ganz allein an deinem letzten Tag? Heute passiert noch eine ganze Menge. Rat's ab. Winnie, wir müssen unbedingt miteinander reden. Du, das ist jetzt ganz schlecht. Es ist aber wichtig. Später, ja, bitte. Ich muss dringend weg. So viel mal zu unserem letzten gemeinsamen Tag. Noch eine Stunde, bitte. Okay? Was ist denn nur los mit dir? Das kann ich dir nicht sagen, noch nicht. Vertrau mir. Hallo, Pip. Keine Angst, wenn ich das in die Hand nehme, wird alles gut. Kannst du mir mal erklären, was eigentlich los ist? Trainer jetzt langsam alle durch, oder was? Später, ich muss jetzt mit meinem Vater weg. Ja. Was ziehst denn du für ein Gesicht? Ich dachte, du bist mit Winnie unterwegs. Der kann mir gestohlen bleiben. Was ist denn passiert? Den ganzen Tag wollten wir zusammen verbringen. Das war gerade mal eine Stunde. Dann kam Lorenz und Winnie hatte für mich keine Zeit mehr. Und ich dachte, er liebt mich. Vielleicht steckt ja was ganz anderes dahinter. Ich weiß auch was. Hängt mit Max rum. Die beiden sind nämlich zusammen. Wahrscheinlich geht das schon länger. Und ich, blöde Kuh, hab die ganze Zeit überhaupt nichts gemerkt. Philippa. Ich will nach Hause. Warum ist Winnie so mies zu mir?
Was habe ich ihm denn getan? Das tut so weh. Hey, Philippa, jetzt fang mal nicht an zu heulen. Ich muss dir was sagen. Du hast recht. Das hat Vinny überhaupt nicht verdient, dass ich um ihn heule. Weißt du, wann der nächste Zug nach München geht? Willst du wirklich nach Hause fahren, ohne die Wahrheit zu kennen? Was soll ich denn noch hier? Soll Vinny doch mit dieser Maxine glücklich werden? Mir doch egal. Bringst du mich jetzt zum Bahnhof? Oder soll ich den Bus nehmen? Natürlich fahre ich dich hin, wenn du gehen willst. Aber zuerst müssen wir noch bei Francesco vorbei. Wenn der erfährt, dass du gegangen bist ohne ein Abschiedseis, das würde der dir sehr übel nehmen. Okay? Okay. Gut, ich bringe deine Taschen ins Auto, ja? Otto hat wirklich gesagt, ich soll spielen? Ja klar, er meint, du bist richtig gut. Das finde ich auch. Mann, bin ich aufgeregt. Musst du nicht. Ich bin noch bei dir, um mir die Daumen zu drücken. Ja, das lassen wir besser. Wie soll sie denn so Saxophon spielen? Du kannst uns doch jetzt nicht hängen lassen. Und wenn ich mich verspiele, ich will mich doch nicht blamieren. Das wirst du schon nicht. Ich glaube ganz fest an dich. Und außerdem bin ich ziemlich stolz, dass meine kleine Schwester in so kurzer Zeit ein Instrument gelernt hat. Echt? Klar, ich kann nicht mal auf den Kamm blasen. Okay, ich mach's. Hallo, Rob, zusammen. Ich habe gehört, hier wird ein Gitarrist gebraucht. Ja, mein Finger. Also wenn ihr einen Gitarristen braucht, also ich meine jetzt einen richtigen, dann solltet ihr besser auf mich zurückgreifen. Der Typ da kann mit seiner Klampe vielleicht höchstens einen Nagel in die Wand schlagen. Wobei ich auch das noch bezweifle. Vinny sagt deinem Onkel, er ist überflüssig. Ich bin der Gitarrist. Vinny, sag mal deinem Vater, das war ein echt guter Witz, aber wir haben jetzt keine Zeit für diese billigen Scherzchen. Heiliger Strohsack. Das gibt's hier wohl nicht. Du hast es tatsächlich geschafft, diese beiden alten Streithähne zusammenzubringen. Ja? Zeig mal dem jungen Gemüse hier, wie richtig gut gemachte Musik klingt. Ja, dann versuchen können wir's ja. Hm? Was meinst du, Frank? Na ja, probieren wir's mal. Spielst du E-Dur? Ja, bin soweit. Also, worauf warten wir? Es kann losgehen. Ja, auf Susse, die ist noch im Klo. Oh, nee. Es ist Dandy Samstag. Hi, Pip. Buongiorno, Signorine. Wenn Sie hier bitte Platz nehmen wollen. Prego. Hier, so. So, prego. Hier, so. Was ist denn hier los? So leer war es um die Zeit ja noch nie. Hallo, Pip. Du wirst gleich sehen, warum der heutige Tag so chaotisch war. Und da sind wir! Live! Zu deinem Abschiedskonzert! Aus Francescos Eiscafé mit der Starbesetzung Frank und Ludwig! Den Montagmorgen bin ich müde und matt. Den Dienstag habe ich schon vom Namen her satt. Am Mittwoch ist dann erst zur Hälfte geschafft. Am Donnerstag bin ich wieder schlapp und platt. Doch nach dem Freitagsstress ist es vollbracht. Es ist Dandy Samstag, das ist Fun-Tag. Danke. Du hast es sogar geschafft, Frank und Ludwig wieder zu versöhnen. Naja, versprochen ist eben mal versprochen. Und dabei dachte ich schon, es würde wieder einmal alles völlig daneben gehen. Vinny, du bist und bleibst ein Spinner. Aber der süßeste von der ganzen Welt. Pip, wir müssen. Ich glaube, es wird langsam Zeit. Du musst dich von deinen Freunden verabschieden. Ich hasse Abschiede. Wisst ihr was? Wir hauen einfach so ab. Lass die anderen ruhig mal weiterspielen. Na, Pip, warte. Ich hab was vergessen. Der wird sich doch nie ändern, oder? Ich sage nur der Sprössling meines verehrten Bruders. Immer ein wenig chaotisch. Ludwig? Rechts oder links? Ach, Winnie. Sag schon. Rechts oder links? Links. Hier. Damit du uns nicht vergisst. Und außerdem kannst du damit jede Menge Werbung für uns in München machen. Okay, Manager. Und rechts? Pass auf dich auf, Philippa. Und wenn irgendwas schieflaufen soll, wehe, du rufst nicht an. Na klar. So, wozu? Nun aber einsteigen, ne? Jetzt musst du doch noch hier bleiben. Ich hätte nichts dagegen. Alles in Ordnung? Sag du es mir. Ja. Nein. Eigentlich möchte ich dich nur festhalten. Bis nächsten Samstag.
Versprochen. Bis Samstag.